Servus, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zum Vlog Nummer keine Ahnung, weiß der Teufel, am Dienstag höchstwahrscheinlich. Ja, ich befinde mich hier unten gerade in Mainlois und hier ist Oldtimer-Treffen. Also das erste Oldtimer-Treffen mit alte Schlepper. Ja, bin gerade auf der Hauptstraße unterwegs, hier findet es statt. Ein paar Fahrzeuge stehen da, das ist das erste Treffen, da ist natürlich noch nicht so viel. Sind es noch wenig. Für mich ist das ein Heimspiel, das sind von mir aus 3 Kilometer, also top, besser geht's gar nicht, da ist mir ruckzuck da. Ich bin mit meinem Grame KA15 Hunden und ja, der Vorredner ist mit seinem Allgäuer A111 runter. Die beiden sind da. Ja, und jetzt schauen wir halt nochmal durch, was es ein wenig an Schlepper gibt. Und ich wünsche euch bei den Bildern viel Spaß. Ein kleiner Grame, voll in der falschen Farbe. Eieiei. Zweitakthalter. Immer in Allrad. Sieht man bei uns da unten ab und an noch. Auf der Gegenseite ein Eiche, IKL11. Und noch einmal ein Allrad immer in. Aquamic Farmal 324. Unimog 411. Wieder ein Eiche, ich denke mal, das ist wieder was für unseren Freund Modelleiche bzw. für den Sam. Da freut er sich. 353er IHC. AEM 200. MF, den bin ich übrigens schon gefahren, der war schon bei uns zur Reparatur. Ein 3007er. Ja, da hat sich jemand wahrscheinlich gedacht, ich möchte einen Eiche haben. Hat einen güldenen Toledo und in der Mitte ist er genau dann umlackiert. Noch hinten raus soll es dann wohl ein Eiche werden. Eigenwilliges Konstrukt. Na, den Schlepper, den kennt ihr ja. Ohne A111. Leider noch ohne Messerbalken. Aber auch das kommt noch. Den kennt man ja auch. KA15. Farme. Wieder ein MF. Schlüter. Super 1500. Wieder EM 200. Aber es macht nichts, wenn es seine Schnecken sind. Porsche mit was eher selten zu sehen, dem Riemenscheibe vorne, gibt es fast nicht mehr, ausgestorben, die meisten haben sie runter gemacht, weil sie lieber Zugmaul wollten, Standards da, 644er IHC, Alan 1616, immer in, Dieselross, auch mit Busatis Balken, ja, das Schwartbrett schaut wieder ein wenig anders aus wie meins. Ein paar Standmotoren. Bei F1 1114. Anomak. Ja. 106er LS. Heute wäre es auch schön. Noch ein Krame, ja, wir hatten halt die Vertretung hier. KLS 140, der hat den Einzylinder Deutz-Motor drin. 439er Kormik. AD40. Noch eine kleine Fenta Dieselross. F24. Die 5505.
ein EKL 15. Und dann Unimog. Ja, das ist so der aktuelle Stand, der hier unten steht. Es ist wie gesagt eher klein und fein. Es sind noch nicht so viele. Aber das muss ich wie gesagt erst etablieren, sowas. Das ist das erste Mal, dass das stattfindet hier in Mainlois. Also ich weiß, vor Jahren waren wir mal hier unten wie so ein Treckerpulling. Das ist schon eine ganze Zeit lang her. Und jetzt haben sie das erste Mal ein Treffen gemacht zu der Kerber, weil die Marktstände irgendwie ausgegangen sind. Ja, dann hat sich das so angeboten. Hat doch auch mal was. Schleppertreffen ist doch was Feines. Und wie gesagt, für mich ist es ein Heimspiel. Ich habe ja bloß die 3 Kilometer, ich bin ja gleich da. Schon überlegt, ob ich schnell heimlaufe und die anderen zwei Bulldogger auch noch herholen. Aber spätestens zu der Rundfahrt ist es dann problematisch. Tja, und der eine oder andere hat es wahrscheinlich gesehen. Ich habe ja am Kram jetzt das Schwartbrett fertig. Das Schwartbrett hängt dran. Und wie das ausschaut, das zeige ich euch gleich. Eigenbau-Schwartbrett. Nach Originalvorbild. Ja, die Tafeln da, die habe ich selber gemacht. Am Computer. Die habe ich für beide Krame. So eine habe ich für den IHC und für den Allgäuer gemacht. Ja, ist doch auch was Feines. Ja, ich werde hier unten ein wenig rumsappen, schaue mich noch ein wenig um. Und mal gucken, vielleicht mal die Rundfahrt an mit. Dann gibt es vielleicht noch mal was zu sehen. So, wir bleiben hier weiter im Landkreis Kulmbach. Kulmbach CA54, ein extra schöner Kramer. Ja, der Kramer stammt aus dem Baujahr 1956 nach 15 PS. Typ KA50. 1200 Kubik und Besitzer der Michael Fischer aus Kulmbach. Vielen Dank für die Hilfe.
Mittag sind wir wieder daheim. Ja, mittlerweile ist es richtig warm geworden. Man hätte euch die Jacke ausziehen können. Puh, erstaunlich. Ja, Kram ist wieder geparkt. Allgäuer wird gerade noch geparkt. Treffen ginge jetzt zwar noch ein bisschen, aber ich gehe jetzt dann wieder heim. Die Hunde wollen ja anhaben laufen. Auf sowas mitnehmen ist für die Hunde nicht so toll. So ist besser. Ja, sind wir wieder da.
ist das restliche Gras auf der Wiese gar gemäht. Den Ladewagen habe ich ja noch nicht raus, der steht immer noch da hinten. Ja, so weit war ich nicht. Es hat zu viel geregnet, als dass ich hätte mähen können. War ein elendes Geschmier und das macht ja keinen Sinn. Aber jetzt hat das Wetter gepasst. Ja, heute ist Sonntag und ich habe heute am Sonntag unverschämterweise gemäht. Kann natürlich wieder sein, dass sich dann Leute aufregen. Das nehme ich jetzt aber in Kauf, weil ich muss jetzt das Wetter ausnutzen und muss dann arbeiten, wenn das Wetter passt und nicht, wenn nicht Sonntag ist oder sonst was. Es ist nun mal einfach so. Wir sind auf dem Land und muss man halt akzeptieren. Ja, mein neues Schwartbrett hier hat seinen Dienst erfüllt. Es arbeitet wie gewünscht. Okay, hier vorne war ein wenig ein Fehler von mir. Ich hätte am besten das Blech hier oben rumkanten sollen, dass es eher so hier raufläuft. Ja, er schleift halt jetzt genau hier. Da wird er sich mit Sicherheit auch einschleifen auf Dauer, aber ja, es funktioniert, es zieht breit. Das ist das, was ich wollte. Und ja, das ist selber drauf gemalt hier, das Krame. Wie gesagt, da drüben liegt ja das Originale, so schaut das aus. Und das ist mein Eigenbau in klein. Busatis hat eigentlich noch ein wenig anders Schwartblech, das ist eigentlich eher so schräg hier so raus. Ich habe es jetzt hier eher wie die normalen gemacht von der Form. Naja, kann sein, dass verkehrt ist, ist mir aber egal. Es funktioniert und das ist das Wichtige. Ja, und vom Bauen her war das relativ einfach und zügig gemacht. Nichts Besonderes. Funktionieren muss, das ist das Wichtigste. Das tut es, wie gesagt. Und alles andere juckt mich nicht. Und dass da die Farbe abgeht, ja, es ist nun mal kein Anschauungsobjekt, sondern es ist zum Arbeiten da. Und das macht's. So, ich schnappe mir jetzt den vollmanuellen Ladewagen mit meinem vollmanuellen Rechen dazu. Und dann werde ich auch mal das Gras noch alles laden und zu den Viecher verteilen. Und wenn das Wetter passt, die Woche, die jetzt kommt, dann wird es immer soweit sein, dass der Ladewagen rauskommt. Und dann sollte theoretisch auch die große Wiese unten nochmal in Angriff genommen werden. So die Hoffnung, so der Plan. Schauen wir mal. Gut, das war's auf alle Fälle heute für den Sonntag. Schauen wir mal, was morgen noch so passiert. Aber ich denke auch mal im Großen und Ganzen würde schon das komplette Video gewesen sein. Wir sind jetzt schon bei gut anderthalb Stunden Material. Mal gucken, was da davon dann rumkommt. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Wir sehen uns wieder. So Leute, wir haben Montag. Montagabend mittlerweile. Kurz vor Abend. Wie man es nimmt. Ja, ich habe den KA15 hier stehen. Hört man ja im Hintergrund. Das Geräusch ist ja mittlerweile bekannt. Wir stehen auf dem Acker. Der Gelbsenf geht langsam auf, wie man sieht. Schön, schön. Passt so. Ja, und hinter dem KA15 hängt die gute alte Schleuder, die Schmotzerschleuder. Ja, ich habe die erste Reihe Bamberger gerade rausgegraben. Die liegt dort im Sack. Sind lang nicht so viele, wie es sein könnten, beziehungsweise es sind halt kleiner Kartoffeln. Da kann man nicht erwarten, nur was für Erträge. Geht mit Sicherheit mehr, aber ich habe hier nicht weiter gedüngt oder was. Die sind halt einfach nur gewachsen. Ja, ich versuche das jetzt gerade mit der Schleuder. Mein Vater hat mir schon keine guten Hoffnungen gemacht. Er hat gesagt, mit der Schleuder geht nicht so toll, weil die macht Probleme. Und ja, die macht Probleme. Die rutscht nämlich durch. Die ist zu leicht. Was heißt zu leicht? Ja. Das ganze Ding hier, das wiegt ja fast nichts. Die hat vielleicht, schätze ich mal, 200 Kilo, vielleicht 250 Kilo. Und die ist einfach zu leicht auf die Räder. Wenn das Material zu dick wird, verstopft sie, blockiert hinten die Schleuder selber und die Räder drehen sich nicht mehr. Keine Zapfengetriebene, sondern eine Radgetriebene. Ist halt so. Wir probieren es trotzdem. Eine Reihe will ich heute noch machen. Schauen wir mal.
Vlog machen wir für einen Augenblick wieder aus. Mal händisch einlesen, dann muss der nicht laufen in der Zeit. Der hat zwar nur einen Verbrauch von 1,2 Litern die Betriebsstunde, aber das ist der Motor angegeben. Aber man muss es ja wirklich nicht machen. Man muss ihn ja nicht hier unnütz laufen lassen. Ist ja Blödsinn. Ja, ich habe mir heute gedacht, ich fange jetzt mal an. Das Wetter, das passt gerade mal schön. Es ist herrlichster Sonnenschein gewesen heute. Ja, der Boden ist feucht, wie man sieht. Nichts trocken. Ich habe ja unten Schorni beerdigt gehabt und wir haben in der Tiefe von 60 cm immer noch Feuchtigkeit und dann kommt der Lehmboden. Also Wasser kann auch nicht weg, das merkt man. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen Geschmier und da wird man natürlich auch ein bisschen dreckig, aber so ist es halt. Bamberger Handle wäre natürlich schöner, wenn es trocken wäre, weil es ist halt nun mal eine händisch zu grabende Kartoffel, aber davon sterben wir nicht. Also, da mal was, sammeln wir mal ein und schauen, wo wieder der Trauch dann ist. Oh, Junge, Junge, mittlerweile ist es dunkel draußen. Haha, stockfinster, gerade noch rechtzeitig fertig geworden mit der zweiten Reihe. Ich habe vorhin gesehen, ein bisschen gerutscht hat er noch, aber es wird besser. Problem ist noch, seitlich war mal eine Matte dran, dass die Kartoffeln nicht so weit fliegen. Die gibt es nicht mehr, da werde ich immer was bauen müssen. Weil die Kartoffeln habe ich teilweise 6 Meter neben der Spur aufgesammelt, weil es sie so geschleudert hat. Das ist natürlich schlecht. Aber ich habe einen schönen Sprung raus. Zwei Reihen, wie gesagt, komplett gegraben. Oder was heißt zwei Reihen? Eigentlich sind es anderthalb, weil jeweils das vordere Viertel schon angegraben war. Die waren ja schon. Aber dafür kann sich sehen lassen. Der sagt da, vom Gewicht her fühlt es sich gut nach 50 Kilo an. Darf man sich jetzt nicht täuschen, schaut klein aus und schaut nicht nach viel aus, aber die Bamberger Handle, muss man dazu sagen, sind ja recht kleine Kartoffeln und recht kantig und eckig. Die fallen teilweise gut ineinander und verkeilen sich. Und ja, vom Tragen her war er doch ganz schön schwer. Also so vom Gefühl und nach meinem eigentlichen Lehrberuf, Augenmaß und Handgewicht, täuschen deutschen Bäcker nicht, sollten das gut 50 Kilo sein. Ja, ich bin zwar kein Bäcker mehr, aber doch, ich denke, das habe ich noch so einigermaßen drin. Ja, zwei Reihen, 50 Kilo. Die zweite Reihe war sogar besser wie die erste, da habe ich deutlich mehr rausgeholt. Gut, die erste, das war die, die habe ich versehentlich auch beim Häufeln angegraben gehabt. Und ja, da gab es noch ein kleines Problem. Ich habe die mit dem Flug zugedeckt. Beim Ackern, das war natürlich auch nicht so toll. Die jetzt dreimal angesetzt. Ja, mein Gott, ist halt so. Aber ich denke, das kann sich sehen lassen. Es ist ein bisschen was da. Das freut mich so, wie es ist. Jetzt sind es vier Reihen noch über, die ich dann noch chrom koche. Die vier Reihen, die müssen halt jetzt dann noch und noch raus. Je nachdem, wie das Wetter bleibt. Wir hatten jetzt gestern Nacht Vollmond und gestern einen wirklich herrlichen Tag mit 24 Grad. Und heute waren es auch nochmal knapp 24 Grad. Also richtig schön. Ich stehe, wie man sieht, auch im T-Shirt hier, weil es warm ist. Ja, wäre schön, wenn das Wetter so bleibt, aber weiß man nicht. Wir hatten Vollmond, heißt eigentlich, das Wetter bleibt dann die nächste Zeit so, aber schauen wir mal. Keine Ahnung, wird sich zeigen. Ich schwitze wie Ochs, ich gehe duschen. Und dann gucken wir mal. Ja, zu diesem Video. Ich habe ja eigentlich am Anfang gesagt, das wird am Dienstag kommen. So war das ja eigentlich auch fest geplant. Ich habe Material für, weiß der Teufel wie lang. Wir haben aber ein Problem. Korrekt. Das Internet geht immer noch nicht. Tja, scheiße. Funktioniert nach wie vor nicht. Mobile Daten, ja. Aber versuchen wir es mal. Schalten wir mal die mobilen Daten aus. Was dann passiert. Weil wo es ein kleines Problem gegeben hat, das war zum Beispiel bei gewissen Seiten aufrufen oder YouTube aufrufen. Jetzt machen wir den Versuch. Mit dem Handy kann ich das. Ja, Webseite nicht erreichbar. Das Problem besteht nach wie vor.
Kacke. Kacke. Finde ich nicht gut. Nein. Da haben wir das Problem. Ich rufe zum Beispiel die Seite von Granit auf. Neuladen. WLAN-Empfang ist da. Tja, irgendwo hat die Fritzbox wohl was weg. Mein Bruder hat schon gesagt, die will er updaten. Hier passiert jedenfalls nichts. Ja, das heißt, am Computer geht es dann wieder nicht. Der hängt ja mit LAN direkt auf dem Router drauf. Tja, und wenn ich übers Handy schon nichts habe, wenn da nichts funktioniert, die Seiten aufzurufen, dann brauche ich es am Computer gar nicht probieren. Also ich sag mal so, ich kann mit dem WLAN doch was empfangen. Es geht, es ist aber ein ganz, ganz schwaches Signal. Es ist sehr, sehr langsam. Man hat irgendwie das Gefühl, da geht gar nichts voran. Ich kriege auch ab und an mal WLAN-Nachrichten rein. Aber wenn ich mit dem Computer mich zum Beispiel einwähle, um YouTube aufzurufen, ein YouTube-Video, der lädt und lädt und lädt und dann sagt er mir genau diesen Fehler auch am Computer. Das ist blöd. So funktioniert die Sache natürlich nicht. Das ist Mist. Ja, dann wird es nichts mit dem Hochladen. Scheißdreck. Weil schneiden könnte ich es zwar, das wäre dann auch fertig, aber hochladen dann erst, sobald das Internet wieder richtig läuft. Weil das braucht ja doch eine gewisse Zeit und wenn der so lahmarschig läuft, dann kann ich mit 5-6 Stunden hochladen rechnen. Das hatte ich am Anfang einmal und das tue ich mir ehrlich gesagt nicht an. Ja, dann müssen wir es halt noch ein bisschen auszögern, kommt es halt leider ein bisschen später. Das war es trotzdem jetzt auf alle Fälle für dieses Video. Ja, sobald das funktioniert, dass ich wieder Internet habe, dann habt ihr das Video ja jetzt logischerweise gesehen. Da war das jetzt alles wieder Gelaber, was ihr halt eigentlich gar nicht hören wolltet. Aber dann wisst ihr wenigstens warum, dass es so spät kommt. Ja, ich lade es hoch, sobald es wieder funktioniert. Ich schreibe das jetzt auch nochmal in den Discord rein. Und ja, gucken wir mal. Ich wünsche euch was. Eine schöne Woche und man hört sich wieder. Servus.